Hallo, hier ist der Pferdepodcast mit einer Bonusfolge. Die, die schon lange zuhören, werden sich vielleicht wundern. Ich bin auch da. Du bist auch da. Die wundern sich vielleicht und fragen und denken sich so, okay, die Folge mit dem vermasselten Turnier vor Ruppichte Rot ist gerade erschienen. Im Auto nach Ruppichte Rot sitzen sie noch nicht. Was soll das denn jetzt? Und das Rätsels Lösung ist ganz einfach. Wenn ich zu viel Zeit habe und es gibt was auszuprobieren, dann muss ich es ausprobieren. Ich habe Urlaub und man kann neuerdings, und das wollen wir ausprobieren, bei Spotify Videopodcasts einstellen. Nicht, dass wir das jetzt immer machen wollen oder, aber wir wollen es einfach mal ausprobieren und wir haben uns überlegt, wir nehmen euch mal mit in die Flitzpiepen-WG und machen mal einen kleinen Rundgang. Wir versuchen es so zu machen, dass auch die Freude dran haben, die nur das Audio hören natürlich. Jenny ist auch da, habt ihr schon gesehen. Und Jenny, ich würde vorschlagen, wir machen jetzt mal von der Selfie-Kamera, schalten wir mal um auf die Frontkamera und schauen uns mal deinen Reitplatz an und vor allen Dingen den Ausblick, den du von deinem Reitplatz hast. Jenny, also das ist jetzt noch nicht der Reitplatz, das ist Jenny, aber das hier ist, das ist der Schwebeboden. Genau, der Schwebeboden, auf dem Klexi sogar läuft, wenn er Fußweh hat. Ja, mach ein Roundpad, wenn du schon mal gerade da unten bist. Ich mache einmal 360 Grad. Schwenken, dann kommt unser Heulager. Genau. Das ist noch ein bisschen provisorisch mit diesen Planen, ist nicht so hübsch, aber erfüllt seinen Zweck. Das Heu bleibt trocken. Und das besagte Roundpen sehen wir hier auch. Wie oft wird es eigentlich genutzt, Jenny? Ziemlich oft. Also ich benutze das sehr gerne, allerdings nur mit dem AC, weil für den Ben ist das zu klein. Also da ist der Radius zu klein. Das sind nur 17 Meter. Auf 17 Meter will ich den nicht longieren. Also das ist für die jungen Pferde nicht so gut. Jetzt machen wir noch ganz kurz Sightseeing, weil das ist ja der Reitplatz am Kloster. Und das hier ist das Kloster. Ein beeindruckendes Gebäude für alle die, die jetzt nur hören können. Und Jenny, als ihr euch das hier alles angeguckt habt, da sind keine Nonnen mehr drin. Ein Investor hat es gekauft. Genau. Und ihr habt aber noch einen Rundgang durch das ja quasi nicht mehr bewohnte Gebäude bekommen. Und das hat dich sehr beeindruckt, ne? Also wie war das so? Also wir durften das Kloster besichtigen. Die Nonnen sind ja erst, ich glaube, jetzt ein anderthalbes Jahr weg. Und als wir das besichtigt haben, das ist ja schon ein Jahr her, und da konnte man wirklich noch so diesen Geist der Nonnen in den Fluren spüren. Also das war noch so ein bisschen, da war noch so ein bisschen Leben drin. Wir haben die Zimmer besichtigt und wir haben das ganze Kloster, den Keller, die Küchen, da gibt's auch einen großen Saal, wo auch Orchester stattfinden und so. Also wirklich sehr beeindruckend. Wir sind, glaube ich, 3 Stunden durch dieses Kloster gelaufen und wir konnten immer nicht genug sehen. So, das ist dann vom Reitplatz aus direkt der Eingang in Richtung, wir haben uns darüber unterhalten, ist Studenten-WG der richtige Begriff? Nicht wirklich, ne? Weil einer ist noch Grundschüler. Genau. Der andere hat vielleicht gerade die Zwischenprüfung geschafft. Und der andere ist zweimal sitzen geblieben. Und der Klecks ist am Wochenende sitzen geblieben. 5,8 sagen wir nur. Nein, also Späßchen, es ist die, die Flitzpiepen-WG. Und es ist kein Zufall, Jenny, dass Benny hier als Erster am Tor steht, immer. Oder? Das er steht immer zuerst da und er folgt mir auf Schritt und Tritt. Er klebt mir immer am Arsch. Also egal, wenn ich da bin, er klebt mir immer am Arsch. Er ist sehr liebebedürftig und er ist total freundlich. Der Nachteil für den Menschen ist, wenn man beim Pferd ist, sind ganz viele Fliegen da. Ja, es sind wirklich viele Fliegen unterwegs. Er ist auch immer so ein bisschen alleine und separiert, muss man sagen. Ne? Also AC/DC und Klecks stehen gerne so beieinander. Aber du hast schon gesagt, es ist besser geworden, ne? Ja, am Anfang durfte er nicht in der Entfernung bei denen stehen. Also da musste er da oben stehen. Und jetzt darf er wirklich schon überall hin und er wird manchmal noch weggejagt, aber die meiste Zeit ist es wirklich okay und sie lassen ihn dazu, sie lassen ihn mitfressen, sie lassen ihn dazugehören und das ist schon wirklich viel besser. Sie sind ein bisschen skeptisch wegen der Kamera. Wer ist das nicht? Du bist es ja auch, ne? Wenn man mal ganz ehrlich ist. Ja. Ich komme auch mal rein. Da muss ich dich jetzt beschützen vor dem Benny. Sehr gut. Oh, diese Fliegen. Geh,
So, das ist also der Fressplatz unten. Genau. Auf dem Paddock, direkter Zugang zum Reitplatz. Das ist der besagte Schlafplatz, ne? Das Zelt, was du noch gebaut hast. Ja, in dem leider keiner schläft. Das Zelt, in dem keiner schläft. Genau. Ne? War pricey, aber okay. Und Benny folgt nicht nur dir auf Schritt und Tritt, sondern er findet auch meine bunten Schuhe mega spannend. Pass auf, der beißt auch rein. Ach so. Ist das der besagte Tabasco-Schrank eigentlich? Genau, und da sieht man auch, wo er angefressen ist. Überall hier, 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 überall. Also wirklich überall dran geknabbert. Und seit ich habe jetzt aber Antibite gekauft. Und seitdem knabbert er nicht mehr. Der Süße. Dann gibt's hier noch den, alle. Dann gibt es hier noch den Neuzugang, Bucky. Genau. Und jetzt muss ich mich wirklich in Sicherheit bringen. Ja. Weil Klecks... Jetzt kommen alle. Jetzt kommen alle. Oh. Geht mal weg. Geht. Weil Klecks gerne mit angelegten Ohren zu Bucky geht. Oh, aber es ist auch schon besser geworden. Gestern war er sehr viel unfreundlicher. Bucky ist gestern erst gekommen und heute ist es schon sehr viel entspannter. Essie hat übrigens die Eczema-Decke an, dass er sich nicht die ganze Mähne abschubbelt und den Schweif. Weil es sind hier schon, es ist viel Viehzeugs unterwegs dieses Jahr durch den vielen Regen, wenn alles so nass ist und dann kommt die Sonne und dann kommt das ganze Stechzeug und das ist nicht so angenehm. Kann ich auch so eine Maske haben, vielleicht? Ja, wenn du willst. Hallo, ihr zwei. Ja. Das musst du jetzt aber auch filmen, ne? Zu faul zum Schlucken. Man lässt das Wasser einfach wieder rauslaufen aus dem Maul. Heute Morgen gab es Wurmkur, die hängt hier noch auf der Fliegenmaske. Allerdings ist es die Wurmkur von Benny, die auf seiner Fliegenmaske hängt. Können wir ins Heiligste? Na klar. Am Chef vorbei. Ja. Das ist der Stall. Wir haben diese EVA-Matten. Sie nehmen es tatsächlich super gut an. Sie schlafen auch drauf. Die werden so ein bisschen weich durch die Körperwärme der Pferde. Und am Anfang war ich ja so ein bisschen skeptisch. Ja, ist das genug? Und gemütlich genug zum Schlafen? Ja, ist es offensichtlich. Benny wälzt sich auch hier drin super gerne. Und alle schlafen auch hier drin. Und sie dürfen sogar alle, also wenn Benny jetzt reinkommen würde, dann wäre es kein Problem. Aber er hat noch so ein bisschen vorauseilenden Gehorsam, oder? Genau, also er geht auch oft schon weg, ohne dass überhaupt einer mit dem Ohr wackelt. Da sagt er schon, ich gehe dann lieber mal. Aber das wird sich auch alles noch normalisieren. Wir sind ja erst seit 6 Wochen hier. Also es ist noch gar nicht so lange. Es kommt einem schon ewig vor, ist es aber gar nicht. Das wollen wir auch nicht vergessen zu würdigen, das Quietschtier. Das Einhorn, genau. Benny liebt es immer noch. Er spielt auch ganz oft damit. Es liegt jeden Tag an einer anderen Stelle. Und das heißt immer, er nimmt es an und er findet es auch immer noch toll. Wenn wir jetzt am Donnerstag, und damit wollen wir es dann vielleicht auch gut sein lassen, starten in Richtung Generalprobe für die Europameisterschaft Ruppig de Rot, Nordrhein-Westfalen, da wird ja AC/DC logischerweise mit uns fahren. Was macht das, meinst du, so mit der Gruppe? Also AC/DC ist dann ja logischerweise nicht mehr bei der Gruppe, werden dann, also was passiert? Und da ist er wieder. Da ist er wieder. Und du bist ja auch nicht da, ne? Als Leithammel. Nee, die beiden verstehen sich ja auch gut. Das war aber schon von Anfang an so, wenn AC weg war, war immer alles fein. Dann haben die zwei auch sehr viel gespielt und waren immer zusammen. Und das war auch jetzt heute Morgen, war ich mit dem AC auch in der Cavaletti-Stunde. Und Klexi ist zurückgegangen in den Stall, als ich AC verladen habe. Normalerweise schreit er dann rum. Aber heute war das überhaupt gar kein Problem. Also er ist einfach wieder zurückgegangen in den Stall und hat gesagt, na ja, der kommt ja wieder. So langsam lernen die das auch, dass wenn einer weggeht, dass er auch immer wieder kommt. Also Klecks und Benny werden enger, noch enger zusammenrücken sozusagen. Und das ist aber auch nicht weiter tragisch, sondern... Wenn AC wieder da ist, wird der wieder die Nummer 1 sein. Spielkameraden über den Zaun gibt es auch immer. Das ist zum Beispiel der Miniboy. Das ist eines der... Das sind die Therapiepferde, richtig? Genau. Die oben, das ist der Kleine, ist der Sami, der Große ist der Hirando und hier der ganz Kleine ist der Miniboy. Die Kollegen, die wirklich was arbeiten müssen. Als würden die nichts arbeiten müssen. Heute Morgen bin ich Benny geritten und das erste Mal getrabt. Ganz alleine. Danke für die Führung durch die
Flitzpiepen-WG. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit dem Video und wir hören und sehen uns in Ruppichteroth. Tschüss!